Hallo und willkommen zurück in der Klemmbausteinwelt. Heute habe ich wieder ein Set von Kobi für euch mitgebracht, den Trabant 601. Dieses Mal in Himmelblau. Ich selber komme ja gebürtig nicht aus dem Osten, aber als ich erfahren habe, dass es ein Lied über einen himmelblauen Trabanten gegeben hat, war ich natürlich neugierig, musste mir das anhören. Fand es auch ganz witzig. Ihr dürft mal kurz mit reinhören. Ein himmelblauer Trabant rollte durchs Land mitten im Regen. Ja, so klang das damals. Natürlich hat er dieses Lied nicht gespielt, als er gefahren ist. Das war dieser typische Zweitakter-Sound. Und ich würde mal sagen, bevor wir hier jetzt lange über den Bausatz diskutieren, schauen wir uns das Ganze mal an. 72 Teile hat Kobi uns hier in diesen Karton gepackt. Ich denke mal, da müssen wir jetzt gar nicht großartig ein Speedbild draus machen. Ich mache den Karton einfach mal auf. Wir schauen da mal rein und dann bauen wir den mal flott zusammen auf. Ich vermute mal, das dürfte nicht allzu lange dauern. Kartons zumachen funktioniert bei Kobi immer wunderbar. Das ist die Klemmkraft der Kartons, ist da in etwa so gut wie die Klemmkraft der Steine. Als erstes kommt uns die kleine beschauliche Anleitung in die Hände. Es ist, wie wir es von Kobi gewohnt sind, was wir für Teile brauchen, ist farblich dargestellt. Alles andere, naja, wahnsinnig viel Inhalt. Alles andere ist dann ausgegraut, beziehungsweise legen wir es erstmal dahin. Blass gemacht. Drei Tüten voll mit riesig viel Inhalt. Vorwegnehmen möchte ich schon mal, aber behaltet es für euch. Ich habe da jetzt keine 18 Jahre drauf gewartet. Also Kobi versendet da relativ schnell, heute bestellt. Und binnen Tagen ist das Paket im Kasten. Schön ist es wie immer bei Kobi. Transklierteile sind nicht großartig zerkratzt. Und ich hoffe, man kann das hier jetzt auch drauf erkennen. Sie sind mit Prints versehen. Genauso wie hier das Heck von dem Trabanten. Der Trabant-Schriftzug und die Rückleuchten sind Prints. Hier ist die Front mit dem Kühlergrill. Auch das sind Prints. Wir müssten jetzt irgendwo da zwei Scheinwerfer sein. Da greifen wir jetzt der Bauanleitung mal ein bisschen vorne weg und machen die schon dran. Ich weiß, das ist Mogeln, das macht man nicht. Man soll das immer in der Reihenfolge nachmachen. Ich greife das mal vorne weg. So sieht das dann aus, wenn wir die Scheinwerfer auch schon dran haben. Alles wunderbar. Ich vermute mal, das wird nicht zu dem Fahrzeug gehören, beziehungsweise wird nicht im Fahrzeug verbaut. Ein kleines Schild, das können wir uns dann daneben stellen. Da wissen wir dann auch immer, dass es ein Trabant 601 ist. Das kann ich auch schon mal vorwegnehmen. Das gehört ja mit Sicherheit hier hin. Genau so sieht es aus. So, da zickt, so, da haben wir das dann auch dran. Schickt die Stoßfänger. Ansonsten keine sonderlichen Überraschungen. Seitenfenster. Das Fahrzeuglogo auch schon als Print hier mit drauf. Die Reifen, wie gewohnt bei Kobi, sie sind sehr, sehr straff. Halten aber dafür natürlich auch einiges aus. Das kann man schon sagen. Kobi baut vieles, was wir uns zum Anschauen in die Vitrine stellen können, ins Regal stellen können. Aber es ist auch definitiv zum Spielen gebaut. Das macht eine Menge mit. Ich habe ja hier schon den kleinen gelben mit dem Quick-Wohnwagen gebaut. Und selbst da möchte ich sagen, der ist kinderzimmertauglich. Ob man seinem Kleinen das Ding jetzt zum Spielen geben möchte oder nicht, sei mal dahingestellt. Der macht das aber mit. So,
zaubern wir hier mal schnell rum. Die Kraft der Steine, hatte ich ja schon gesagt, ist in allem sehr gut, sehr zu empfehlen. Da steht also Lego in nichts nach. Da ist nichts locker, da ist nichts wackelig. Die Klemmkraft ist also wirklich ausgezeichnet. Jetzt muss ich mal gerade gucken, das muss dann so. Genau. Das rastet also alles sehr satt ein. Da ist er. Es fällt nichts ab. Na, hier stimmt was nicht. Oder stimmt da was doch? Nein, eigentlich müsste alles richtig sein, aber wieso sitzt das jetzt nicht? Doch, das sitzt in der Mitte. Wer gucken kann, ist klar im Vorteil. Da habe ich aber jetzt irgendwo, so fängt das immer gut an. Wo habe ich denn da meinen Fehler gemacht? Da habe ich den Fehler gemacht. Du musst noch nach hier hin. Somit kommst du dann auch nach vorne. So und so. Das ist immer schön, wenn das vor laufender Kamera. Deswegen sollte ich vielleicht dann doch lieber wieder mit Speedbuilds arbeiten. Da kann man dann auch mal einen Fehler machen, ohne dass es dann gleich jeder so sieht. Andersrum für euch natürlich. Wunderschön zu wissen. Aha, da muss ich aufpassen. Da hat der Onkel bei YouTube nämlich auch einen Fehler gemacht. So. Das geht hier 1, 2. Also es ist wirklich enorm gut, wie die Teile halten. Ich hatte das, glaube ich, auch bei dem gelben Trabanten schon erzählt. Gobi ist also weit weg davon, dass man es wieder auseinanderbauen möchte. Dafür sind die Steine irgendwie nicht gebaut. Sie sind dafür da, einmal zusammenklacken und dann nie wieder lösen. Teiletrenner habe ich bei Gobi so als solches auch noch nie gesehen, was dieser Theorie dann ja wieder etwas näher kommt. Man soll es einfach richtig aufbauen, vernünftig gucken, dass man keinen Fehler macht, denn wenn es einmal zusammen ist, dann wehren sich diese Steine wirklich immens, wenn man sie wieder auseinander machen möchte. Jetzt habe ich mich ein wenig verlaufen, hier bin ich. Das ist wirklich ein schön anzusehendes Blau. Oder wie er ja so schön besungen wurde, es ist ein himmelblauer Trabant. Ich hoffe, ich habe euch da jetzt nicht so einen Ohrwurm ins Hirn gerammelt, wie ich das eine Zeit lang hatte. Ich bin dieses Lied tagelang nicht losgeworden. Es hat mich verfolgt, hat es mich. Das geht also wirklich alles wunderbar und schnell. Hier muss man wieder gucken. So, genau. Und der nach hier. Da haben wir die reine Fahrzeugwanne als solches. Ist schon fertig. Es hält, man kann es mal fallen lassen. Kann es auch auf den Boden fallen lassen. Da passiert genauso wenig. Also das ist wirklich alles äußerst stabil. Da kommen schon die schönen schokoladenbraunen Sitze. Einige von euch werden das vielleicht auch kennen und werden sich immer wundern, wenn man das jetzt sieht. Das ist alles wirklich nicht groß. Mit wie vielen Leuten, die hier damals in diesem Auto gefahren sind, das ist wirklich erschreckend. Da hat die ganze Familie reingepasst und das Gepäck für den dreiwöchigen Urlaub war auch mit von der Partie.
Also es ist schon wirklich sehr erstaunlich, was dieses Auto seinerzeit alles mitgemacht hat, mitmachen musste, musste man ja sagen. Da haben wir schon die Frontpartie. Also das geht bei Kobi alles wahnsinnig schnell. Es sind viele große Steineteile oder Teile, Listen, die man da pro Bauschnitt, Bauschritt, das ist schwere Sprache, die man da fabriziert. Und deswegen, wie man das sehen kann, man kommt da also wahnsinnig schnell zur Rande. Also im Bereich Cabriolet wäre er jetzt schon fertig, Räder dran und los geht's. Da kommt dann jetzt schon die Frontpartie dazu. Gut, es kommt nur die Frontpartie dazu. Nochmal die Vordersitzbank auch mit hinein. Denn man will es ja auch bequem haben. Und wieder einen großen Teil. Das erinnert mich dann immer so ein bisschen an Modellbau statt an Klemmbausteintechnik. Man macht also ein riesiges Teil und schon ist das Heck fertig. Hier vorne bei der Frontpartie war es das Gleiche. So, jetzt kommt dann hier schon das Dach. Hier muss man aufpassen, das ist mir bei dem gelben Trabanten auch schon passiert, dass man die Steine richtig rumnimmt. Ich hoffe, man kann das erkennen, dass die leicht gewölbt sind. Wenn man da jetzt nicht ganz aufpasst, dann hat man das Dach erstmal falsch rumgebaut. Das ist nicht sonderlich schlimm. Man bekommt das ganz gut wieder auseinander. Aber es muss ja nicht sein. Es darf ja auch von Anfang an gleich alles richtig sein. So sieht das gut aus. Das geht alles viel zu schnell hier. Von der Menge könnte man auch in Serie gehen. Da fragt man sich dann wieder, warum hat es so viele Jahre gedauert, bis die ausgeliefert wurden. Das ist ja wohl seinerzeit so gewesen, dass der Gebrauchtwagen, wenn er gut in Schuss gewesen ist, teurer war als ein neuer. So, da kommt das Dach schon drauf. Und wie man sehen kann, hat man dann hier schon gleich fast das fertige Fahrzeug vor sich. Das geht also wirklich alles rasend schnell. Bauspaß ist definitiv vorhanden, aber er ist leider auch schnell wieder weg. Was man sehen kann, das ist mir auch bei dem kleinen gelben Freund aufgefallen, wenn man jetzt die Räder falsch rum aufsetzt, sie drehen nicht. Ist also schöner kleiner, schöne kleine Hilfe, so wollte ich das sagen, dass man die Reifen nicht falsch rum draufsetzt. Setzt man sie also wie gesagt falsch drauf, dreht sich da nichts mehr. Man kann es aber auch optisch erkennen, ob es richtig ist oder falsch. Und somit ist das alles in Ordnung. Das war's schon. Wahnsinnig aufregend war das nicht. Den ganzen Abend brauchen wir dafür auch nicht. Also man kann das in aller Ruhe beim Fernsehen gucken, nebenbei machen. Ich möchte schon fast sagen, man kann das blind machen. Eine Achse ist als Teil zu viel mit dabei, wie ich schon eingangs erwähnte, was ich mir vorstellen konnte. Das Trabantschild, ich stelle es mal so hin, damit ihr wisst, was ich hier gebaut habe, kann man sich dann in die Vitrine stellen. Für Leute, die das Auto noch nicht gesehen haben, mag ja sicherlich sein. Der Mauerfall ist ja dieses Jahr fast 30 Jahre her. Somit gibt es mit Sicherheit schon eine Generation, für den der Trabi ein Exot sein dürfte, weil man ihn ja heutzutage kaum noch auf der Straße findet. So, zu sagen gibt es nicht viel, wir haben keinerlei Funktion, die Türen gehen nicht auf, die Motorhaube geht nicht auf, Kofferraum sowieso nicht. Eine Figur wird auch nicht reinpassen, es ist also nicht im Mikrofiguren-Scale gebaut, es ist einfach ein Auto, man stellt es sich hin, er freut sich daran, dass es da ist und staubt es regelmäßig ab. Mehr kann ich dazu nicht sagen, außer dass es mich gefreut hat, dass ihr die paar Minuten mit mir verbracht habt. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir doch den Daumen hoch. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann dürft ihr auch gerne den Daumen-Button nach unten benutzen.
Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann abonniert mich doch gerne und vergesst auch nicht den Klick auf die Glocke, denn dann erhaltet ihr sofort eine Benachrichtigung, wenn es ein neues Video gibt. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit, bleibt gesund und vielleicht sehen wir uns wieder auf diesem Kanal. Danke fürs Zuschauen.